haben bei Gesetzgebungsverfahren beispielsweise den Einfluss von Lobbyisten. Zum Teil schreiben die ihre Gesetze selber. Das ist ein großes Thema bei uns. Ja. Wir haben ein Politikverständnis inzwischen, was als Parteienaffekt und Entpolitisierung zu bezeichnen ist. Wir haben, ich sag mal, ein bisschen einen Verlust. Wir hatten noch nie eine tolle Streitkultur, aber wir haben das, was wir hatten, ist weitgehend verloren gegangen. Das merkt man überall, auch im kommunalen Bereich. Da funktioniert das folgendermaßen: Wenn in Stadtverordnetenversammlung sich jemand meldet, sagt er, ich will das aber nicht als Kritik verstanden wissen. Absolut grotesk. Das Denken in Legislaturperioden ist ein riesiges Problem, weil die ganzen Reformansätze mittel- und langfristig zu denken sind. Genau, und dieses kurzsichtige Legislaturperiodendenken dann zu, letztendlich zu Fehlentscheidungen führt. Zu erheblichen Fehlentscheidungen führt, ja. Mhm. Und ein ganz großes Problem ist auch das nicht vernetzte Denken bei Bürokratien und Politikern. Also bei dem, was Sie bis jetzt genannt haben, würde mich natürlich am meisten das Thema Demokratie interessieren, weil wir das, wenn Sie die Videos zufällig gesehen haben, noch nicht Thema war bis jetzt, obwohl es ja ein ganz wichtiges Thema für uns ist. Was haben Sie für Ideen? Was könnte man aus Ihrer Sicht, wie könnte man die Demokratie überhaupt erst einmal zu einer echten Demokratie umgestalten? Beispiel. Es gibt Organisationen, politische Organisationen, vor allen Dingen im rechten Bereich, die setzen Anreize ins Netz und beobachten die Reaktionen darauf. Und wenn sie genügend Reaktionen haben, gründen sie entsprechende Foren. Diese Foren existieren außerhalb der normalen Öffentlichkeit. Da hast du normalhin keinen Zugang. Und damit werden Politikfelder und Bereiche geschaffen, die sich dem normalen Prozess einer Demokratie entziehen. Ja. Ganz, ganz wichtiger Bereich. Und Sie haben auch genannt, auch noch das Lobbyistenproblem. Das Lobbyistenproblem in der Tat. Das ist ja auch bekannt, dass die großen Gesetzesvorhaben weitgehend unter Mitwirkung der Interessenten gestaltet werden. Ja. Also wenn im Automobilbereich was passiert, sind da Mercedes, BMW und so weiter oder die entsprechenden Verbände beteiligt. Bei der Pharmaindustrie ist das kein Stück anders, sonst würden die Gesetze anders ausschauen. Ja, genau. Und dazu haben, also ich bin gerade auf der Liste unserer vorgeschlagenen Professoren, ein wichtiger Name ist da auch zum Beispiel Herr Professor Dr. Med-Jörg Spitz, der also auch zu der Demokratie eben dieses Lobbyistenproblem ganz stark betont hat, aber auch die anderen Professoren, gerade die Biologieprofessoren, haben wir aus dem guten Grunde vorgeschlagen, weil die uns quasi ja letztendlich anregen, wie Professor Volker Sommer das so schön sagt in seinem Buchtitel, Darwinisch denken. Wir müssen das Demokratiesystem untersuchen, als sozusagen eine ökologische Nische, in der bestimmte Rahmenbedingungen herrschen und die eben dazu führen, dass selbstverständlich sozusagen unser Politiksystem von Anfang an sozusagen eine ungünstige ökologische Nische darstellt, in dem es zu merkwürdigen Selektionsprozessen kommt. Und zum Beispiel, ich sage Ihnen mal, was diese Professoren so angeregt haben, letztendlich läuft das darauf hinaus, dass schon die innerparteiliche Demokratie keine Demokratie darstellt, sondern eine Scheindemokratie, denn schon viele Mitglieder, die in Parteien gehen, haben eigene wirtschaftliche Interessen, sind also Lobbyisten für sich selber sozusagen, wollen ihr kleines zum Beispiel Bauunternehmen stützen
Und das führt eben dazu, dass sozusagen derjenige, der es am besten oder am vortrefflichsten versteht, Freunde in der Partei zu gewinnen, egal wie er das macht, ob er denen kleine Vorteile verspricht, kleine Positionen in der Partei oder auch außerhalb der Partei verspricht oder ihnen auch zukünftige kleine Bauaufträge verspricht, sozusagen, der wird einfach automatisch der sein, der Spitzenkandidat der Partei wird, denn sie müssen ja eine Mehrheit in der Partei finden. Und das führt dazu, dass dann am Ende der die besten Freunde findet, der aber nicht der gleiche ist wie der die besten Reformideen hat oder die beste Reformkompetenz hat, dann zum Spitzenkandidat wird und der Bürger erfährt nur von diesem Spitzenkandidaten, von den Reformern in der Partei erfährt er gar nichts. Und da ja, sieht man das erste Problem. Normal, weil jedes soziale System ist ein Machtsystem. Ja, genau. Und vielleicht darf ich Ihnen jetzt sagen, wie die Professoren, was die uns angeregt haben, für einen Verbesserungsvorschlag zur Diskussion zu stellen. Also der Verbesserungsvorschlag lautet, dass in Zukunft sozusagen jeder Bürger das Bürgerrecht hat, sich beim Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, beim Bundeswahlleiter zu melden, wenn er in die Politik gehen möchte. Und zwar dort entscheidend Neues bringen will, nicht nur ein Mitglied einer Partei und ein bisschen diskutieren will, sondern wenn er sagt, ich bin sicher, dass ich kompetente Reformkonzepte zu bieten habe. Und dann richtet zum Beispiel in Marburg, wird dann in einem Bürgerhaus, werden 1000 Wähler eingeladen. Am besten erstellt das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden eine repräsentative Wählerstichprobe. Natürlich werden so kurzfristig eingeladen dann nur 500 von den 1000 bei einer Wahlbeteiligung von 50% eben folgen können diesem Ruf. Aber trotzdem haben wir dann eine gute repräsentative Wählerstichprobe. Und dann reden dort 4 Wettbewerber sozusagen, Bewerber um politische Zukunft sozusagen, reden vor den Bürgern. Und die Bürger sind keine Parteifreunde. Die wählen nur das, was sie für sich und ihre Kinder und Enkel für gut und nützlich und konstruktiv halten. Und dann ist es am Ende so, wer viele solche sportlichen Wettbewerbe gewonnen hat oder oft auf den ersten, zweiten und dritten Plätzen war, der darf am Ende als Bundessieger zum Beispiel, also oder den Minister eines Landes herausfordern oder am Ende auch die Kanzlerin herausfordern. Die muss sich einem solchen Rededuell stellen. Und wenn dort die Wähler sich ganz eindeutig auch wieder für den neuen Kandidaten entscheiden, gibt es vielleicht schon in der Mitte der Legislaturperiode Neuwahlen, weil letztendlich sozusagen die Bürger ja letztendlich zu verstehen geben, also der neue Kandidat, die neue Kandidatin ist offensichtlich aus Sicht der Bürger die bessere Wahl. Und dann kommt es zu einer Neuwahl, die natürlich genauso mit den üblichen Rededuellen dann vorbereitet wird. Was halten Sie zu diesem Konzept? Was ich positiv sehe, ist die Verbesserung der Streitkultur. Ja. Das heißt also Diskussionen um die relevanten Themen jenseits des bisher bekannten Alltags. Das, was ich negativ sehe, ist, wir haben nun mal ein Grundgesetz, wo die Parteien privilegiert sind. Ja. Und alles, was jetzt als Antiparteien bei aller Problematik, die Parteienstrukturen heute haben, ich gebe Ihnen mal wieder ein Beispiel. In einem Ort 3000 Einwohner, Stadtrecht, Mittelpunktschule, 36 Lehrer in Mittelpunktschule, 3 wohnen am Ort, die anderen 33 wohnen irgendwo. Aha. Die spielen keine Rolle in der Gemeinde, die haben kein Interesse an dem, wie sich die Gemeinde entwickelt. Sie bringen keinen Input, den die jungen Schüler auch vor allem in der Grundschule benötigen, um an Demokratie herangeführt zu werden. Dazu brauchst du in der Tat ein gewisses intellektuelles Vermögen. Ja. Das kannst du nur vermitteln, wenn das eben auch für junge
ganz junge Menschen nachvollziehbar ist. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn jemand als Lehrer sein Zeugs runterreißt von der Gemeinde, in der er lehrt, nichts weiß und sich nicht dafür interessiert. Und nicht verbunden also ist so, damit, ja. Das sind so Erfahrungen, die ich habe, ja, die ganz, ganz gravierend sind, weil da fängt es nämlich an. Da fängt das Demokratiedefizit an. Aber ich muss noch auf die Frage von Herrn Ruppert antworten, auf das Journalisten in dem Falle. Der Herr Ruppert, es ist zwar idealistisch, aber genau genommen dieses Personenbezogene halten wir auch am Ende gar nicht für so schlecht. Wir verstehen den Politiker auch sozusagen ein bisschen als einen Manager eines Landes, eines Staates, einer Stadt, einer Region, also Herr Professor Zoll, also auch eines Dorfes, ja, der Politiker, der Bürgermeister, den verstehen wir als den Manager auch des Dorfes. Und wir sind wirklich der Meinung, dass sozusagen diese persönlichen Duelle, die da dann auch journalistisch zum Beispiel in den Medien der Region übertragen würden zum Beispiel, ja, würden ja dann auch eine Bindung, also dass die Bürger sich viel mehr auch wieder für Politik interessieren, wenn sie nämlich sehen, vor Ort bewerben sich gerade diese vier sozusagen Menschen, Bürger, bewerben sich um das Amt des Bürgermeisters zum Beispiel oder auch des Ministers des Landes oder so, bewerben sich dafür und wir können das im Fernsehen oder im Internet verfolgen und können darüber diskutieren und in dem Bürgerhaus sitzen die repräsentative Wählerstichprobe, die dann eben wählt und die dann auch schon damit das erste Signal gibt, die Gewinner sozusagen solcher Wettbewerbe werden dann natürlich auch dann von den Lokaljournalisten diskutiert und so kommt dann auch so eine Belebung auch des kleinsten Dorfes wieder an an demokratischer Kultur entsteht dadurch. Was halten Sie, wie sehen Sie das, Herr Ruppert? Ja? Ja, sicher, das wäre eine schöne Entwicklung. Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit solchen Diskussionsrunden, hier in Nordhessen, wenn da gewählt wird, gibt es immer Wählerforen. Die werden von den Zeitungen veranstaltet. Mhm. Diese Diskussionen dort sind unsäglich. Die Fragen der Journalisten sind unsäglich, weil sie überhaupt nicht die Probleme anpacken, weil sie in einer grotesken Weise unpolitisch sind. Sie fassen nichts an. Da gibt es bei der Berichterstattung über Stadtverordnetenversammlung, wo es hoch hergegangen ist, wo richtig Fetzerei war, gibt es nichts in den Medien. Das ist eine Erfahrung, die habe ich schon 1968 in meiner Wertheim-Studie gemacht. Damals wurde die Journalistenausbildung für Lokaljournalisten aufgrund meiner Untersuchungen verändert. Mhm. Es hat sich aber deshalb nicht viel getan oder ist rückschrittlich, weil wir fast nur noch ein Zeitungskreise haben. Und damit eine Konkurrenz völlig wegfällt, dann könnte man sagen, ja, ganz toll, da müssen wir ja keine Rücksicht mehr nehmen. Das Gegenteil passiert. Völlig überraschend. Ja. Mhm. Ja, in diesem Vorschlag würde es ja so laufen, dass eben nicht diese unsäglichen, wie Sie sagten, unsäglichen, auch problematischen Fragen kommen, sondern bei diesem Bürgerhaus-Event handelt es sich um eine hochoffizielle Wahlsituation, wo auch irgendein Repräsentant des Bundeswahlleiters auch präsent ist sozusagen vor Ort und wo eben ja die Bürger tatsächlich keinerlei Fragen stellen dürfen, sondern nur wählen sollen. Also das heißt, weil eben auch Journalisten dürfen keine Fragen stellen. Das ist eine 30-minütige Rede jedes einzelnen Kandidaten, die dieser ungestört vollzieht. Und die Bürger und Wähler sozusagen wählen dann, weil es sich um einen ernsthaften Wahlgang handelt. Und da sehe ich doch die Chance, dass sozusagen dann eben ein konstruktives Ergebnis zustande kommt und dadurch die ganze Demokratie total belebt wird. Ja, das Problem, um jetzt leider wieder was
Negatives zu sagen, besteht natürlich darin, dass es ein Wahnsinns-Organisationsaufwand ist, erstens. Ja. Zweitens, wir das Problem haben, dass bei der Einladung zur Wahl von, abgesehen, dass das auch wieder repräsentative Auswahl, wenn man das wirklich zufalls. Das macht der Computer des Bundeswahlleiters. Oder sag mal jetzt die alternativen Versuche dann bemüht, dass dann wir nicht den Querschnitt dort sitzen haben. Die werden so nicht kommen, wie sie eingeladen sind. Ja. Das ist mit Sicherheit so. Ja. Ja. Ja, aber das ist auch bei der Wahl auch so. Entschuldigung, ich war ja letztes als Wahlhelfer auch bei der Bundestagswahl drin. Da habe ich mir dann auch so meine Gedanken gemacht, während also die Leute da kamen. Bezeichnenderweise war zum Beispiel das Wahllokal, wo ich war, in einem Altersheim. Jetzt könnte man daraus Rückschlüsse führen. Ja, also das heißt vollkommen richtig, aber auch das ist das Problem jeder Demokratie. Wenn 1000 Wähler das Wahlrecht bekommen, wird immer eine nicht repräsentative Auswahl an Wählern tatsächlich zur Wahl gehen. Dieses Problem haben wir genauso bei jeder anderen Wahl, also das haben Sie vollkommen recht, das haben wir auch bei diesen Bürgerhauswahlen. Ne? Aber ich sehe da keine Verschlechterung gegenüber dem bisherigen System, sondern nur eine gleiche Problematik wie bei jeder anderen Wahl. Oder wie sehen Sie das? Also ich glaube auch, dass wir da keinen großen Unterschied haben. Nur, um das weiter zu denken, bedarf es, glaube ich, neuer Strukturen. Die Strukturen allein, also die neue Struktur neben die Parteienstruktur zu stellen, allein genügt nicht. Da wird es ganz erhebliche Probleme geben. Welche? Denn dieses Thema ist natürlich eines der zentralen Themen des Rates. Ne? Es wird ein Konkurrenzsystem werden, wo keiner weiß, wie sich das auswirken wird. Denn wir wollen ja doch nicht, dann müssten wir das Grundgesetz ändern, die Parteien abschaffen. Nein, sondern die Parteien sind im Grundgesetz verankert als die einzige Gruppe, die legitim an der politischen Meinungs- und Willensbildung teilnehmen darf und soll. Und da ein Konkurrenzsystem zu schaffen, okay, kann man machen, aber man muss wissen, welche Auswirkungen das auf die Parteien, auf die Parteistruktur und deren Konkurrenzsystem hat. Es wäre das einzige System. Ich habe das höre ja das erste Mal Ihren Vorschlag. Aber ohne das zu bedenken, ist das hochproblematisch. Also ich weiß nicht, ob Sie den Professor von Arnim und andere kennen, die also so Bücher geschrieben haben, die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht und so weiter. Ja, klar. Die Kritik an den Parteien ist ja gerechtfertigt. Das ist ja dann nicht das Problem. Aber deswegen wollen wir sie nicht abschaffen. Nein. Die müssen reformiert werden und da gibt es Reformansätze, die sind mindestens genauso wichtig wie alles andere, was wir bislang diskutiert haben. Ja, also lassen Sie mich das noch mal kurz formulieren, wie das dann genau aussagt. Die Parteien werden nicht abgeschafft, sondern sie sind die Orte, in denen sich der Bürger, der am Ende als Kandidat antreten will im Bürgerhaus sozusagen, der bildet sich dort, der diskutiert dort, der lernt dort politische Ideen kennen. Er bildet sich also auch nicht nur an der Universität, sondern er bildet sich in der Partei. Die Parteien wirken mit an der politischen Willensbildung, an der Ideenbildung, der Reformkonzepte, Entwicklung. Aber es ist so, es ist kein Konkurrenzsystem. Die alleinige Entscheidung über den Kandidat, wer Bürgermeister wird, wer Minister, Präsident eines Landes wird und wer Kanzler wird, die alleinige Entscheidung treffen diese Bürgerhauswahlen als Vorentscheidungen und die letztendliche Wahl hat die letztendliche Entscheidung trifft die Gesamtwahl, also die zum Beispiel ja, die Bürgerwahl. Das ist mir schon klar. Ja. Nur ich bin mir 100% sicher,
Ja. Dass das, wenn man das einführen würde, das Auswirkungen auf das Parteiensystem hat, auf die Rekrutierung der Mitglieder und so weiter, das ist bislang mit Sicherheit noch nicht durchdacht. Ja, es würde die Auswirkung haben, dass die Lobbyisten nicht mehr in die Parteien gehen. Warum? Weil sie keinen Gewinn mehr haben, weil sie nicht mehr persönlicher Lobbyist oder Lobbyist eines Konzerns dort nicht mehr die Geschicke entscheidend verändern werden können. Ja, weil nämlich wir haben ein paralleles System. Wir haben das System der Parteien, die werden nach wie vor Kandidaten haben. Und die werden aber irrelevant. Die Parteien stellen dann nicht mehr die Kandidaten auf. Bitte? Die Kandidaten würden nicht mehr die Kandidaten aufstellen, sondern das macht das Bürgerhaus. Für die Parteien? Ja, das heißt, es gibt keine parteilichen Kandidaten mehr, sondern jemand aus der CDU würde zum Beispiel in dem Dings sozusagen von den Bürgern gewählt, und wenn er dann kann er sich entscheiden, ob er sozusagen das im Rahmen oder mit den Leuten von der CDU macht, oder ob er sagt, Leute, ihr könnt auch eine kleine, wie bei Macron, eine neue Bewegung hinter mich stellen, sozusagen. Er ist völlig frei zu entscheiden, ob er sich verbunden sieht mit der CDU als gewählter Kandidat sozusagen, oder ob er sich sagt, bilden wir lieber eine neue Untergruppierung wie bei Macron in Frankreich. Ja, aber ich verstehe das jetzt nicht. Die Parteien haben doch in jedem Fall ihre Kandidaten. Nein, eben nicht mehr. Das wird ihnen ja weggenommen. Das muss ihnen weggenommen werden. Das geht mit Sicherheit ohne Grundgesetzänderung nicht. Genau, wir wollen doch diese Grundgesetzänderung. Wir wollen diese Grundgesetzänderung. Okay. Aber diese Bürgerhauswahlen, darf ich mal dazwischen fragen? Da ist doch die Sichtweite ganz andere. Wenn ich Bürgerhauswahlen habe, dann habe ich doch wahrscheinlich mehr den Fokus auf regionale Kandidaten. Nein. Damit ist doch dieses Hauptthema der Parteien, wird doch damit nicht unbedingt immer abgedeckt, oder? Die nächste Kanzlerin würde im Bürgerhaus auftreten. Aber nur in ihrem Bereich, in ihrem regionalen Bereich, oder? Nein, nur am Anfang. Die kann ja nicht überall auftreten. Doch. Am Anfang muss sie erstmal im regionalen Bereich gewinnen. Oder muss sie nicht. Sie kann auch schon gleich sagen, ich will in einer anderen Region auftreten. Sie entscheidet selbst, in welchen Regionen sie auftreten möchte. Und der Bundeswahlleiter entscheidet, ob sie genügend Rennen gewonnen hat, um zum Beispiel auch in Berlin aufzutreten und dann zum Beispiel mit Frau Merkel zu sprechen. Oder nicht zu sprechen, sondern Frau Merkel hält ihren Vortrag und die neue Kanzlerkandidatin hält ihren Vortrag, wobei sie erst zur Kanzlerkandidatin wird, wenn sie das auch noch gewonnen hat. Ich muss jetzt schon wieder gegen mein Prinzip verstoßen und Sie fragen, wer kann sich denn das leisten, als Kandidat durch die Lande zu ziehen und von Bürgerhaus zu Bürgerhaus eine Mehrheit zu bekommen. Wer kann sich das leisten? Wenn dann jemand haben wir das amerikanische System, die Millionäre und Milliardäre konkurrieren ums Weiße Haus. Das bezahlt der Bundeswahlleiter nachdem, also man darf erst dann, kriegt erst dann diese Zuschüsse vom Bundeswahlleiter, die Reisekostenerstattung sozusagen, und die Berufsausfallsentschädigungen erhält man erst dann vom Bundeswahlleiter, wenn man vor Ort einige dieser Rennen gewonnen hat und sich damit schon mal herausgehoben hat als ganz besonderer Kandidat oder Kandidatin. Ja, da braucht man aber Ressourcen, ne? Ja. Ja, aber da geht doch darum, dass man dann, als ich sage jetzt mal als Beispiel Frau Merkel, ja, die muss ja dann auf die regionalen Belange eingehen, die politischen regionalen Belange. Das heißt also, sie muss sich in jeden Bürgerschaftswahl einleben, welche Probleme haben die. Nein. Wir haben ja hier auch ganz andere Probleme als auf Bundesebene. Überhaupt nicht, denn jeder Kandidat sozusagen spricht ja von jedem Kandidaten, der wird ja vorgestellt, er bewirbt sich für das Bürgermeisteramt, für das Ministerpräsidentenamt oder für das Kanzleramt. Und das können die Bürger schon auseinanderhalten. Okay, das ist nicht mein größtes Problem dabei. Ja. Das Problem für mich ist die Rekrutierung der Leute, die Zeit haben, sowas
in Gang zu setzen. Das unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was wir bislang haben. Wenn jemand Spitzenkandidat werden will auf Kreisebene oder Landesebene, werden die Lobbyisten auf diese Weise nicht los. Warum sollten wir sie loswerden, wenn jemand sagt, ja, ich will das, und dann macht er die Tour durch die Kommunen. Also die macht er genauso die Tour wie die Politiker. Ja, genau. Die Lobbyisten werden wir auf einem ganz anderen Weg los. Also die Reformideen der verschiedenen Professoren laufen darauf hinaus, dass wir ja die Lobbyisten völlig loswerden, weil die nämlich den Unternehmen schaden würden. Wenn Sie die anderen Reformen betrachten, Herr Ruppert, die wir ja schon in den letzten Tagen besprochen haben oder die Sie vielleicht auf der Homepage gesehen haben, die anderen Reformen haben ja das Ziel zum Beispiel, dass die Pharmakonzerne an sogenannten Wellnesskonzernen beteiligt werden. Die Pharmakonzerne werden Teil von Wellnesskonzernen, zu denen die Lebensmittelkonzerne und die Ärzteschaft gehört sozusagen und die Krankenversicherung, die Gesundheitsversicherung. Ja? Und dann ist es so, dass der Pharmakonzern dann am meisten Ausschüttung von der Krankenversicherungsseite bekommt, wenn die Bürger nicht krank werden. Wenn sie krank werden, bekommen sie etwas weniger. Das heißt, sie bekommen nicht mehr die einzelne Pille bezahlt, sondern das Endergebnis, nämlich die Gesundheit der Versicherten. Ins Ausland dürfen sie gerne Pillen weiterhin exportieren, aber in Deutschland werden sie nur noch bezahlt von der Krankenversicherung, direkt bezahlt nach dem Endergebnis der positiven Gesundheitsentwicklung der Versicherten. Jetzt würde ein Lobbyist, der jetzt auf eine politische Entscheidung Einfluss nimmt, sozusagen, und diese Entscheidung wäre pro Pharmaindustrie, aber kontra Bürger, sozusagen, wie es ja bei Lobbyisten sehr häufig der Fall ist, dann würde sich der Pharmakonzern die Wohlfühlnoten seiner eigenen Kunden und die Gesundheitskostendatenkurven seiner eigenen Kunden sozusagen negativ beeinflussen, würde sich sozusagen seine Gewinnmöglichkeiten verschlechtern durch den Einsatz des Lobbyisten. Also würde Lobbyismus aufhören. Punkt. Was sagen Sie dazu, Herr Ruppert? Oder, ja. Das könnte sein, dass es so ist, aber ich sehe da zum Beispiel eine Verbindung zum anderen Bereich. Das ist, da haben Sie auch sehr viel mit zu tun, Herr Professor Koll, mit den Waffengeschäften. Hier in Deutschland, wir exportieren ja sehr viel Waffen, aber stellen ja zum Beispiel der Bundeswehr, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht so viel zur Verfügung. Ja. Ist das jetzt richtig, die Aussage? Genau. Die Aussage stimmt, ja. Ja, und da sehe ich dann diese Diskrepanz. Sie kriegen zwar weniger Geld, für wenn sie krank sind, also wenn die Leute krank sind, und mehr, wenn sie Gesundheitsvorsorge betreiben, aber das machen wir bei den Waffengeschäften genauso, ja. Wir tun dorthin exportieren, also die Firmen, wohin sie ihren besten Abnehmer finden. Richtig, aber das ist so, von der Bundesregierung, also die Aktionäre der Rüstungskonzerne. Ja. Wollen im Prinzip nach einer Reform im nächsten Jahr die gleichen Dividenden haben wie bisher. Und das können sie kriegen. Und zwar werden wir die Rüstungskonzerne als Friedenssicherungskonzerne umdefinieren, wenn die Bundesregierung unserem Rat folgen will, ja, sozusagen. Und zwar jede Rüstungsfirma müsste sich zuständig erklären für eines der Krisengebiete der Erde, wo es regelmäßig zu Toten und Verletzten kommt. Und dann müssten wir über die UNO einen Weg finden, dort zuverlässige Messgrößen einzuführen, dass also diese Toten und Verletzten tatsächlich auch zuverlässig erfasst werden und nicht fälschlicherweise. Darf ich mal dazwischen gehen? Ja, nur lassen Sie mich den Satz zu Ende sagen, sonst macht das ja keinen Sinn rund. Und zwar ist es dann so, dass der Rüstungskonzern dann die gleichen Gewinnausschüttungen an seine Aktionäre geben wird können, zumindest was die deutschen Aufträge betrifft, wenn die Zahl der getöteten Menschen in diesem zuständig erklärten Krisengebiet um 5% abgenommen hat. Und letzter Satz,
der Konzern arbeitet in Deutschland in Zukunft nur noch an einem immobilen Raketenabwehrring rund um Deutschland, aber nicht mehr an mobilen Angriffskapazitäten. Dann Klimaenergie ist klar, brauchen wir nicht weiter uns drüber zu unterhalten. Ich würde gerne über die Polizeireform einen Satz verlieren, nämlich wie stellen sich die Professoren, die bis jetzt sozusagen uns da angeregt haben, was haben die uns für Anregungen gegeben, wie soll die Polizeireform in Zukunft aussehen? Wir sehen ein riesiges Problem hier, gerade hier in Köln am Klotwigplatz mit dysfunktionalen Polizeisystemen. Wir sagen mittlerweile sogar so, dass wir gar keine Polizei mehr haben hier bei uns in Köln. Ja? Und warum? Weil wir dort nur einen einzigen Fehlanreiz haben. Der Fehlanreiz lautet, ich kann nur dann Vorgesetzter neuer Polizisten werden, wenn wir alle gemeinsam eine Polizeiphilosophie evaluieren, die dazu führt, dass wir im Prinzip so ineffizient wie möglich arbeiten, dann kann ich Karriere machen und kann Vorgesetzter neuer bewilligter Polizisten werden. Wir könnten mit einem Polizisten zum Beispiel als Beispiel in Zivil, der an unserem Klotwigplatz hier in Ruhe mal die ganzen kriminellen Handlungen studiert und aufnimmt per Kamera und dann die uniformierten Kollegen ruft und dann direkt vor den Richter fährt mit den Tätern sozusagen, könnten wir mit einem einzigen Beamten in Zivil, könnten wir hunderte von uniformierten Beamten, die immer zu spät kommen und immer nichts wissen und nichts gesehen haben, keine als Zeugen nicht zur Verfügung stehen können, könnten wir die ersetzen. Das heißt, wir wollen die Polizei zahlenmäßig drastisch reduzieren, indem wir jedem Polizisten dann, zum Beispiel einem Polizeiobermeister, der zuständig ist für unsere Region Klotwigplatz zum Beispiel, der bekommt dann am meisten Honorar, Beförderung und wird Ausbilder anderer Polizisten, wenn er seine Mannschaft so gut zusammenstellt und so genial zusammenstellt, dass die sozusagen, wenn die das gemessene, die gemessenen Sicherheitsgefühlnoten der Bürger sozusagen positiv verbessern in Zukunft, dann erhalten sie alle Beförderungen der Welt und Honorarsteigerungen, höheres Honorar und so weiter. Und dafür können wir hunderte von anderen, die sinnlos in der Polizei vor sich hinwurschteln und gar nichts für uns Bürger tun, in die Wirtschaft entsenden, wo sie auch als Beamte in die Wirtschaft entsenden, wo nämlich die Zukunft Deutschlands davon abhängen wird, ob wir neue Innovationen haben. Wenn wir keine Innovationen haben in Deutschland, sind wir irgendwann pleite und nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, also was sagen Sie dazu? Die Polizei ist deshalb auch so wichtig, weil das Unsicherheitsempfinden in der Bevölkerung sehr groß ist und in diesem Bereich halt die ganzen Rechten heftig graben, um Land zu gewinnen. Das hat natürlich damit zu tun, dass hier A, inkompetent rekrutiert wird, die Auswahl, stimmt schon nicht, das ist bei der Bundeswehr ähnlich. Und zweitens, der Ansatz, den haben Sie genannt, nicht richtig ist. Und dass wir drittens eine andere Philosophie brauchen, haben Sie, glaube ich, auch gesagt. Genau. Was die Aufgabe der Polizei ist in Bezug auf den Bürger. Ja. Und solange das so weiterläuft, wie es im Moment läuft, wird eben diese Unsicherheit in der Bevölkerung nicht reduziert, sondern eher erhöht. Genau. Herr Journalist Ruppert, was sagen Sie, wenn Sie jetzt, weil Sie ja auch den Kontakt zu der medialen Welt darstellen hier, was sagen Sie zu diesem Vorschlag? Der ist ja garantiert für Sie völlig neu, so wie Sie ihn jetzt gehört haben. Er war neu, ja, aber im Prinzip ist er auch nicht schlecht durchdacht. Er muss halt nur Grund und Boden haben. Und weil ich ja vorhin gesagt habe, dass zum Beispiel das Ansehen in der Beamten in zum Beispiel in Amerika wesentlich höher ist, das muss also auch geschaffen werden. Das heißt also, dass die Präsenz wesentlich mehr geschaffen wird, aber auch die Akzeptanz. Ja, wobei wir von Präsenz gar nichts halten. Ja. Ich kann Ihnen sagen, wir hier am Klotwigplatz, wir erleben das täglich.
sondern weil sie hier eine völlige Verwahrlosung unserer wunderschönen Region, wir sind eine der berühmtesten Regionen ganz Kölns hier, aber wir haben hier überall nur noch Kriminelle, die hier rumlungern und tatsächlich auch ständig Straftaten begehen, um die sich aber kein Mensch kümmert. Denn die sehen das Polizeiauto von Weitem kommen. Ständig fahren Polizeiautos hier Streife wegen der Probleme, die hier herrschen. Aber die hören auf, die Flaschen zu schmeißen und sich zu prügeln oder was auch immer, sobald der Polizist gesehen wird. Und wenn der wieder weg ist, geht's weiter. Wir brauchen unbedingt eine neue Polizeiphilosophie. Wir brauchen den Beamten in Zivil mit der Bodycam, mit der Kamera sozusagen und der Tonaufzeichnung und so weiter, der sich ganz unauffällig unter die Täter mischt und das vor Ort die einzelnen Straftaten direkt aufnehmen kann. Und das würde unsere Reform, Sie haben es vorhin, Herr Professor Zoll, Sie haben so schön gesagt, wir müssen schon die Rekrutierung ändern. In Zukunft würden ja die Polizeiobermeister sozusagen nur noch den Polizisten aufnehmen, der wirklich von seiner Ausbildung passt. Und die Ausbildungsinstitute würden genau wissen, sie brauchen einen Polizisten gar nicht auszubilden, wenn er nicht in das Team eines Polizeiobermeisters, der die Sicherheitsrückmeldenoten der Bürger zu verbessern versucht, sozusagen, und dessen ganzes Leben davon abhängt, dass er diese Noten verbessert, sozusagen. Und dafür wird er sich immer nur die Leute raussuchen, die dafür geeignet sind, und die ganzen anderen bisher nach dem alten System ausgebildeten, da sagt er, auf die kann ich in der Pfeife rauchen. Die machen ja. Ja, das wird genau auf den Kopf gestellt, ist auch notwendig. Ja. Friedens- und Konfliktforschung ist deshalb ein so zentraler Bereich, weil die Friedens- und Konfliktforschung in Zukunftsaspekten denkt und schon erkennt, dass beispielsweise beim Jugoslawien-Konflikt die Waffenkäufe weltweit am größten in Jugoslawien waren, Handfeuerwaffen, als noch keiner daran gedacht hat, dass Jugoslawien auseinanderbricht. Wir haben der Bundesregierung damals gesagt, da steht ein Bürgerkrieg vor der Tür, ihr müsst unbedingt was tun in den Bereichen, die zu den Konflikten führen, nämlich das, arme, reiche Teile von Jugoslawien und so weiter. Das also hat genau das Gleiche, hat der Herr Professor gestern auch gesagt, wenn Sie sich erinnern, Herr Ruppert. Der Professor, den wir gestern aufgenommen haben, hat genau das Gleiche gesagt, indem er gesagt hat, wir hatten ja schon mal einen Ansatz oder hatten den Wunsch, dass die UNO quasi dann schon sieht, hier werden Waffen gekauft, hier bereitet sich gerade ein Bürgerkrieg vor, da müssen wir sozusagen jetzt konfliktschlichtend eingreifen, präventiv eingreifen, genau. Statt hinterher unsere eigene Rüstungsindustrie. Die ganzen Versuche, das zu beenden, kostet. Mhm. Genau, genau. Und ein Klacks ist das. Also wenn man in Jugoslawien mit den einzelnen Teilstaaten verhandelt hätte und hätte da einen Marshallplan aufgelegt, das wäre ein Hundertstel oder noch weniger Geld gewesen im Vergleich zu dem, was später aufzuwenden war. Im jetzigen System haben halt die Rüstungskonzerne kein Interesse dran, und da sie über die Lobbyisten die Politik im jetzigen System beeinflussen, hat auch die Politik kein Interesse an solch einer Kriegsprävention sozusagen. Und erst durch unsere Reform wird ja dann quasi der Rüstungskonzern zum Friedenssicherungskonzern umdefiniert. Und er wird sozusagen zuständig für das Verhindern von kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das ist, wir werden darum nicht drumherum kommen, es sei denn, wir wollen unbedingt den dritten, vielleicht nuklearen Weltkrieg. Ja, den will keiner. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, weil Sie sagen Krieg, Sie machen ja sehr viel Friedensforschung, Herr Professor Zoll. Wir haben ja seit 70 Jahren, glaube ich, keinen Krieg mehr gehabt, Weltkrieg. Ja. Das ist meiner Meinung nach zwar so richtig, aber wir haben ja regional sehr viele Kriege geführt oder sie wurden geführt. In der Tat, wir haben Stellvertreterkriege gehabt ohne Ende. Ja. Das heißt, das System, wir hatten jede Menge Systemkriege, Ost gegen West, eben nicht in Europa und nicht in den USA. Ne? Ja. Ja, klar, die meisten Kriege waren Stellvertreterkriege.
ging es um Einflussbereiche und das, was ich an der Friedens- und Konfliktforschung, bevor wir damit angefangen haben, die neu zu definieren, ab Mitte der 90er Jahre, was mich so extrem gestört hat, war, dass sich konzentriert hat auf internationale Beziehungen. Das ist wichtig, aber fast alle Auseinandersetzungen sind durch ökologische oder ökonomische Gründe bedingt. Meist nur ökonomisch sogar. Ja, ja? Herr Ruppert. Ökologie spielt auch eine große Rolle bei Wasserkonflikten und so weiter, ja, die an die Existenz von Staaten gehen. Aber diese Perspektive, davon auszugehen, das bedeutet natürlich auch einen ganz anderen Ansatz in der Entwicklungspolitik und in der Außenpolitik. Ja, Herr Ruppert, ich wollte Ihnen jetzt auch und dem Herrn Professor auch nochmal sagen, Sie hatten eben das Thema Flüchtlingsprobleme angesprochen. Und da wollte ich doch mal sagen, das ist allerdings eher unsere private Meinung als unsere persönliche Meinung ist, dass Deutschland aus seiner besonderen geschichtlichen Verpflichtung heraus, wenn wir an das sogenannte Dritte Reich denken, da haben wir natürlich eine ganz hohe moralische Verpflichtung. Aber die sollten wir so abarbeiten, dass wir sozusagen einen UNO-Welttopf sozusagen fürstlich bestücken sollten. Deutschland sollte pro Kopf der Bürger mehr Geld in diesen Topf geben als jeder andere Staat der Erde sonst. Aber dann werden überall sozusagen in den Nachbarstaaten der Krisengebiete sozusagen die Flüchtlingsauffanglager gemacht, wo dort ein menschenwürdiges Leben finanziert wird, aber und dort das Asyl in diesem Lager stattfindet, sozusagen. Denn sonst werden wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen, denn wir sind dann, ich weiß nicht, ob Sie sich schon jemals evolutionsbiologisch Gedanken gemacht haben, denn wir haben ja ganz viele Evolutionsbiologen drin. Der Professor Irenaeus Eibelsfeld, der leider vor kurzem verstorben ist, hat das ja ganz offen und ganz mutig gewagt auszusprechen, sozusagen, dass dadurch eine Evolution in Gang kommt. Sobald sie irgendwo, ich übertreibe jetzt mal maßlos, die Tatsache haben, dass Professoren und Akademikerinnen hier in Deutschland, Führungskräfte, weibliche Führungskräfte in Deutschland, zu 40-50% lebenslang völlig kinderlos bleiben. Also je qualifizierter eine Frau ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit im Moment in Deutschland, dass sie völlig kinderlos bleibt. Und wenn Sie dann das Phänomen hätten, dass die Zuwanderer, ich übertreibe jetzt maßlos, aber das können Sie leichter denken, stellen Sie sich vor, die Zuwanderer, jede Mutter hätte dort 10 Kinder, dann brauchen Sie nur statistisch auszurechnen, wann Deutschland ausschließlich nur noch aus zugewanderten Personen bestehen wird. Und die Frage ist, ob das wirklich jeder will, ob wir das wirklich so als Plan haben. Unterstützt Ihre These? Die Serben haben sich nicht vermehrt im Kosovo und die Albaner haben die 10 Kinder gehabt. Ja. Was zu diesem Eklat dort geführt hat, gutes Beispiel. Ja. Also ich bin da mit Flüchtlingspolitik so ein bisschen behaftet insofern, dass ich auch täglich, kann man ja sagen, so auf diesen öffentlichen Plattformen wie Facebook oder sonst was, genauso so eine Welle erreicht wird, durch ganz wenige verursacht, die reinen Hass verursacht. Ja. Ich versuche dann, wenn ich so Diskussionen dann treibe, immer zu sagen, wir brauchen Flüchtlinge, egal woher sie kommen, denn es gibt ja diese Statistik, ich mache das ja gerne auch, dass im Jahr, glaube ich, 900.000 Deutsche sterben und nur 600.000 neu geboren werden. Das heißt, uns fehlen jedes Jahr 300.000. Wenn das schon seit Jahren. Demografischer Wandel ist natürlich auch noch ein Thema. Ja, also Herr Ruppert, darf ich Ihnen gerade direkt antworten? Auf vielen, vielen Ebenen und da ist dann vernetztes Denken halt ganz besonders wichtig. Ja. Herr Ruppert, darf ich Ihnen direkt darauf antworten? Sie haben ja damit ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Denn zum Beispiel erstens, wollen wir denn wirklich 80 Millionen bleiben? Also hier bei uns wird diskutiert,
ob wir nicht mit 50 Millionen am Ende besser stehen, als ob die Lebensqualität dann nicht besser wird, sozusagen. Denn wir haben jetzt ja schon das Phänomen, was würde sich allerdings alles ändern? Aber im Moment haben wir so, dass wir ja unsere Böden mit dem, was wir landwirtschaftlich machen, eigentlich unsere ganze Natur vergiften. Ne? Und vielleicht wären wir mit 50 Millionen erstens besser dran. Zweitens ist es so, dass wir den eigentlich nicht jedes Jahr sozusagen, was haben Sie gesagt, wie viel sterben jedes Jahr und wie viel werden geboren? 900.000 sterben und 600.000 werden geboren. Diese 300.000, die uns fehlen, was uns eigentlich hindernd fehlt, ist nicht diese gesamten 300.000, sondern die Fachkräfte. Und diese, jetzt sind wir wieder Evolutionsbiologen, ich weiß nicht, ob Sie jemals über die Evolution des Gehirnes nachgedacht haben. Wir haben ja vielleicht wissenschaftlich gesehen, haben wir ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass vor noch etwa 3-4 Millionen Jahren, schätze ich, das Gehirnvolumen des durchschnittlichen Vormenschen ungefähr ein halber Liter war. Hm. Und dass wir heute, was, wie viele Liter haben wir heute durchschnittlich? Oh, das weiß ich nicht. Ich mache es ganz grob. Ich schätze 3-4 Liter. Nein, die Gehirne schwanken zwischen 1 Liter und 2 Litern Volumen in der Weltbevölkerung. Bei Erwachsenen natürlich, nicht bei Babys, ne? Nur bei Erwachsenen. Und 1-2 Liter und durchschnittlich ungefähr 1,5 Liter, das sind in Wirklichkeit, glaube ich, 1,45, aber das spielt keine Rolle. Wir machen es ganz grob. Und das Gehirn der Menschen ist gewachsen von 0,5 Liter auf 1,5 Liter, um 1 Liter sozusagen, und schwankt zwischen 1 Liter und 2 Liter. Das heißt, wir sind nach wie vor in einer Evolution, wo sozusagen das größere Gehirn eigentlich bessere Karrieren macht und sozusagen meistens mehr Erfolg hat im Beruflichen, aber komischerweise, paradoxerweise, wesentlich weniger Kinder hinterlässt als das, ich sag mal hart gesagt, die 1-Liter-Gehirne sozusagen. Und das bedeutet, dass wir hier in einer riesigen Gefahr sind für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland sozusagen, weil wir den Nachwuchs an Fachkräften verlieren, ne, sozusagen. Und deswegen ist es so wichtig, Sie waren leider nicht bei dem Interview am Samstag dabei, wo es ein Riesenthema war, wie wir sozusagen, dass wir Frauen, die im Berufsleben sind und erfolgreich im Berufsleben sind, ab dem Moment, wo sie ein Baby bekommen, völlig steuerfrei stellen müssen. Sie kriegen also, müssen überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Und der Staat zahlt völlig kostenlos, wenn gewünscht, eine Kindersekretärin für den Arbeitsplatz, sodass die Frau nicht gezwungen wäre, aufzuhören mit ihrer Karriere, was viele Frauen nicht möchten, definitiv. Und diese Kindersekretärinnen würden sozusagen mal sich um das Baby kümmern, mal im Betriebskindergarten, der übrigens kostenlos vom Staat aus für den Unternehmer kostenneutral erstellt wird. Ein fantastischer Betriebskindergarten mit allem, was auch jeder andere Kita hat sozusagen. Und es wird der Staat bezahlt dem Unternehmer die Ausfallkosten, nämlich diese Mutter wird nicht mehr ganz so intensiv mitarbeiten können, weil sie ja immer mal wieder das Baby stillt und sich immer wieder um das Baby kümmert, sozusagen. Und sie soll sich auch darum kümmern dürfen, sozusagen. Und dafür kriegt der Unternehmer eine staatliche finanzielle Ausgleichszahlung, die sozusagen sich danach richtet, dass eben der Unternehmer nicht die Tendenz bekommt, die Frau rauszumobben, nur weil sie ein Baby hat, sozusagen. Da gibt es noch bessere Modelle, ja, sagen Sie, wie man da rangehen kann. Ja, gerne. Die für Großbetriebe bestens geeignet sind, dass man nämlich mit entsprechender Förderung für einen Bereich 5 oder 6 Stellen für Frauen hat, wo man einkalkuliert, dass 1-2 Frauen für eine bestimmte Zeit ausfallen werden. Ja. Auch eine Idee. Ist viel, viel sinnvoller, weil nämlich die Kapazität, die Arbeitskapazität für die Firma 100% gewährleistet ist auf diese Weise, ohne dass höhere Kosten anfallen. Ja, aber also eine Art Mutterpool oder was? Ja. Aber betriebswirtschaftlich ist das nicht, wird das nicht geschehen, weil die betriebswirtschaftliche Überlegung immer sein wird, ich bezahle ja dann auch
zu viel Personal, also ein Überpersonal, das ich gar nicht bräuchte, und dadurch würde ich mich auf dem Markt ruinieren, wenn ich mehr... Das wird ja gefördert, also Sie zahlen ja in Ihrem Modell ja auch vom Staat eine ganze Menge. Aber nur, wenn es ansteht und nicht im Vorhinein, also der Staat müsste ja, bei Ihrem Modell... Das ist doch die Idee dabei, dass man auf diese Weise für alle Eventualitäten schon aktuell gerüstet ist und nicht erst, wenn der Fall eintritt. Aber das kostet uns dann im Vorhinein, in dem Fall kostet uns eine solche Prävention würde uns ungeheuer viel Geld kosten, bei dem wir gar nicht wissen, ob wir das jemals brauchen, diese Funktion. Das muss man mal durchrechnen. Es ist bislang nicht durchgerechnet worden, ja. Soviel ich weiß. Warum die Frau dann Widerstand leisten würde? Die Frau würde sagen, Sie haben völlig falsche Vorstellungen von einem Betrieb. Ich will Karriere machen. Karriere machen kann ich aber nur, wenn ich sozusagen Vollzeit dabei bleibe, weil sonst rennen mir die Kollegen kompetenzmäßig davon. Wenn ich zum Beispiel nur, manche sagen nämlich 4 Stunden arbeite, wenn ich 4 Stunden arbeite oder 3 Stunden arbeite oder wie auch immer Teilzeit arbeite, dann werde ich irgendwann, gehöre ich nicht mehr zu den konkurrenzfähigen Führungskräften zum Beispiel, und dann sozusagen habe ich am Ende meine, weil ich ja doch bei Ihrem Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie müssen mich korrigieren, am Ende bin ich ja als Mutter eine Zeit lang raus aus dem Betrieb und das knickt meine Karriere. Und genau deswegen entscheide ich mich dann doch lieber gegen das Kind. Und das ruiniert Deutschland. Also das heißt, unser Modell würde bedeuten, dass die Karrierefrau, wir sind auch dafür, dass vielleicht Frauen viel mehr vielleicht wieder mütterlich tätig sind. Aber viele Frauen wollen das definitiv im jetzigen Zustand noch nicht. Und für die müssen wir den Anreiz schaffen, hier kannst du zum ersten Mal mit staatlicher Hilfe Kinder und Karriere verbinden. Ja, ich will das jetzt nicht vertiefen, weil so wie Sie das jetzt interpretiert haben, das ist viel komplexer, das, was ich da im Kopf habe.